Morgen. Morgen, Lina. Morgen, Lina. Morgen, Claudia. Ich hab fast schon, meinst du, du kommst mir ganz schnell? Was sind schon fertig? Super, danke. Vielen Dank, schön, bitte. Dass ihr auch. Tschüss. Tschüss. Professor Gärtner hat angerufen und du sollst bitte seinen Sohn vom Bahnhof abholen. Kommt um 10.21 Uhr aus Berlin. Okay, danke. Und der Chef will dich vorher noch mal sprechen. Frau Baumann? Guten Morgen, Herr Kessler. Spät dran heute Morgen. Ja, tut mir leid, mein Wecker hat nicht geklingelt. Das kommt mir bitte nicht wieder vor. Ich werde es ihm ausrichten. Frau Baumann. Wichtigsten Tage für die ja, Agentur tut mir und du leid. Kommst zu spät. Wenn wir die Aufträge nicht kriegen, dann... Mach dir keine Sorgen, das wird schon. Ich habe vorhin gerade mit diesem Professor Einstein telefoniert. Das ist ein harter Brocken. Ob der auch lächeln kann? Sag mal, sitzt die? Tja. Wenn ich dich nicht hätte. Denk einfach an nächstes Wochenende, ja? Nächstes Wochenende? Paris? Wir zwei? Romantisch? Ja, das machen wir. Aber zuerst brauchen wir die Aufträge. Bis gleich. Tschüss. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wie Sie sehen können, ist unser neues Labor noch nicht ganz fertig, aber der Mann, der es in Zukunft bevölkern wird, ist schon hier. Ich freue mich ganz besonders, auch in meiner Eigenschaft als Leiter der Kardiologie, Ihnen heute den designierten Direktor unseres Labors vorstellen zu können. Er ist nicht nur ein exzellenter Herzchirurg, sondern auch ein über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannter Wissenschaftler. Bitte begrüßen Sie mit mir Professor Dr. Markus Gärtner. Vielen Dank für den freundlichen Empfang. Ich freue mich, hier meine Forschung an den Stammzellen fortführen zu können. Vielen Dank für Ihre netten Worte. Darf ich Ihnen meine Frau vorstellen? Herzlich willkommen. Mein Mann schwärmt so von Ihnen. Schön, dass wir Sie jetzt hier haben. Ja, danke. Ich hoffe, dass Ihre OPs alle glatt verlaufen. Nicht, dass es heißt, der Mörder ist immer der Gärtner. Haben Sie Herrn Kessler schon kennengelernt? Herr Kessler? Oh, Daniel Kessler, wir hatten telefoniert. Ja, haben wir? Weißt du, Schatz, alle unsere neuen Mitarbeiter werden jetzt von seiner Relocation-Agentur betreut. Und das werden mit der Öffnung des Labors sicherlich noch einige werden. Sind Sie denn mit unserem bisherigen Service zufrieden? Ja, ja, alles bestens. Ist denn mein Sohn schon da? Frau Baumann kümmert sich drum, meine beste Mitarbeiterin. Sie wird sich persönlich darum kümmern, dass Sie in Freiburg so schnell wie möglich glücklich werden. Tja, da hat sie sicher was vorgenommen. Ich bin Lina von der Relocation-Agentur. Was für ein Ding? Na, wir kümmern uns um Leute, die die Stadt wechseln, so wie du. Neue Wohnung suchen, neue Schule, Sportverein.
Ich habe ein Auge drauf, dass du dich hier gut einlebst. Ist das alles an Gepäck? Mir reicht. Ja? Na gut. Herzlich willkommen in Freiburg. Und wie war deine Zugfahrt? Ist ganz schön lang, oder? Ich habe ja auch mal ein Jahr in Berlin gelebt. Reden Sie immer so viel? Export. Mit der Ausstattung dieses Labors werden wir Medizingeschichte schreiben. Und mit Hilfe von Dr. Gärtner jede Menge Spitzenwissenschaftler nach Freiburg locken. Nachdem, was Dr. Weising erzählt hat, werden die Leute Schlange stehen, um mit ihnen zu arbeiten. Wie gefällt Ihnen denn Freiburg? Ja, danke. Ihr Sohn freut sich doch bestimmt auf das neue Zuhause. Ja, ja. Wissen Sie, wir ziehen nämlich auch gerade um. Oh, schön. Das alte Haus ist doch etwas klein geworden. Aber ich sag Ihnen, was man da alles... Ist nicht gerade ein Kommunikationswunder, hier, Herr Professor. Induktionsherd, Sauna, Infrarotkabine. Weiß er von dem Problem? Nein, er ist. Warum soll ich die Pferde unnötig scheu machen? Entspannen Sie sich, ich habe das alles im Griff. Fahrstuhl, der funktioniert. Ich muss in den vierten Stock. Arterielle Hypertonie. Hä? Sie haben 20 Kilo zu viel und Ihre Diabetes steht schon in den Startlöchern. Was? Ja, viel Obst und Gemüse und kein Fett. Finger weg von Nikotin und Alkohol. Und viel mehr Bewegung. Das Treppensteigen wird Ihnen gut tun. Schönen Tag noch. Und abends keine Kohlenhydrate. Vollidiot. Das ist doch... Ist ja eine Unverschämtheit. Nein, ich glaube, das war in der vierten Etage. Ich weiß nicht, ob das ganz oben ist. Ist alles okay mit Ihnen? Ja, 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 ja. Ich hole Ihnen mal ein Glas Wasser. Wartest du kurz, Tim? Da unten war so ein... Ist doch nicht nötig. Aber, na, wo sollst du denn hingehen, junger Mann? Zu meinem Vater. Ah ja? Was hat er denn? Er ist nicht krank. Er ist der neue Chef der Forschungsabteilung. Ah, Professor Gärtner, zu dem will ich auch. So, trinken Sie das erstmal. Das ist zu lieb. Becher Bier wäre mir jetzt lieber. Es tut mir leid, die Krankenhausbar war geschlossen. Ich habe gerade gehört, wir gehen zur selben Veranstaltung. Ja? Mhm. Ich finde es schön, wenn die Frauen sich für die Arbeit ihres Mannes interessieren. Ich bin nicht verheiratet. Ist heutzutage auch gar nicht wichtig. Hauptsache, hier stimmt's. Da haben Sie recht. Na, dann kommen Sie mal. Sie sind lieb. 20 Jahre war ich verheiratet. Hat alles nichts genützt. Sie sind geschieden? Ja. Sie lebt jetzt zusammen mit einem Golflehrer auf Mallorca. 10 Jahre jünger. Wer absolute Treue sucht, schafft sich einen Hund an. Da haben Sie recht. Sie gefallen mir. Mit dem Mann werden sich alle Finanzierungsprobleme gleich in Luft auflösen. Da können wir endlich Ihre Verträge auch in trockene Tücher bringen. Gut. Herr Hofmeister, so schön, dass Sie es einrichten konnten. Mir eine Freude, Herr Weisling. Weisling? Ja. Darf ich Sie meiner Frau vorstellen? Endlich mal. Hofmeister, sehr angenehm. Frau Baumann? Herr Kessler? Und du bist Tim, richtig? Dein Papa ist gerade mal raus, der kommt sicher gleich wieder. Der ist bestimmt im Labor. Da verzieht er sich immerhin, wenn die Leute ihn nerven. Komm, wir gehen mal suchen, ne? Tschüss. Tschüss. Ihr Laborchef ist ja wirklich ein Glückspilz. Solch eine tolle Frau. Seine Freundin, nicht? Muss übrigens der geniale Professor. Großer. Na, wie war die Fahrt? Hat alles gut geklappt? Hat dich die Umzugstante abgeholt? Ja. Professor Gärtner? Guten Tag, Lina Baumann, die Umzugstante. Ah, die Frau, die mich glücklich machen soll. Haben Sie die Exposés dabei?
Nein, die habe ich jetzt im Auto gelassen. Ich dachte, wir lernen uns erstmal persönlich kennen. Das haben wir jetzt. Darf ich da mal reinschauen? Das letzte Mal, dass ich an so einem Gerät saß, das war in der Schule. Da haben wir Schweinsaugen zerschnippelt. Den meisten ist schlecht geworden, aber ich fand das super spannend. Was ist das hier? Das sind Stammzellen. Aha. Ja. Dieses Labor ist das Herzstück unseres Forschungszentrums. Ah, und da haben wir auch Professor Gärtner, immer bei der Arbeit. Ich würde Sie gern vorstellen, das ist mein geschätzter Kollege Professor Gärtner und das ist Herr Rüdiger Hofmeister. Wir hatten schon das Vergnügen. Herr Hofmeister? Herr Gärtner, würden Sie gerne Herrn Hofmeisters Labor zeigen ein bisschen? Danke, das reicht. Dem Herrn Professor ist wohl wichtiger, dass ich erst mal abspecke, bevor er sich meiner Million annimmt. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Ja, Ihnen auch. Ich habe Ihnen nur die Wahrheit gesagt. Ja, aber hätten Sie das nicht ein bisschen anders verpacken können? Wer war denn das überhaupt? Ein potenzieller Finanzier für unser Projekt. Wie bitte? Es hat sich leider eine kleine Finanzierungslücke aufgetan. Was heißt kleine Lücke? Unser Hauptgeldgeber ist insolvent. Was? Sie haben ja gesagt, die Finanzierung steht. Es ist ja nur ein vorübergehender Engpass. Und Ihre Arbeit als Chirurg betrifft das ja nicht. Moment. Ohne das Forschungsprojekt hätte ich Ihr Angebot niemals angenommen. Das wissen Sie, weiß, doch, oder? Ich weiß, ich wollte ja auch mit Ihnen darüber reden, aber das... Wann denn? Wenn der Gerätsfalls hier den Kuckuck auf meine Zellkulturen klebt? So, jetzt noch mal ganz offiziell. Herzlich willkommen in Freiburg. Hier sind Ihre Exposés. Wir können gleich morgen die ersten Wohnungen anschauen. Ich weiß gar nicht, ob ich die noch brauche. Es war gar nicht so einfach. Sie hatten ja sehr konkrete Vorstellungen. Aber ich glaube, ich habe ein paar wirklich schöne Objekte gefunden. Und den Tim habe ich im Gymnasium Großmoor angemeldet. Unterrichtsbeginn ist 8 Uhr, Raum 104 bei Herrn Bachmann. Ja, und wegen Ihrem Auto da... Schlechter Zeitpunkt. Dann schönen Abend noch. Bis morgen. Tschüss, Tim. Sei nicht so pessimistisch. Pessimistisch? Wieso bin ich pessimistisch? Es ist die komplette Katastrophe. Weißing hat mir die ganze Zeit versichert, dass alles finanziert ist. Und was macht dieser Gärtner? Vergraut an seinem ersten Tag den Geldgeber. Hofmeister hat gerade eben seine Zusage zurückgezogen. Aber jetzt wart mal ab. Wart mal? Worauf soll ich denn warten? Ohne Geldgeber gibt es keine Aufträge für uns. Weil der Hofmeister ist ein guter Typ, mit dem kann man reden. Das war einfach nicht der richtige Rahmen für ihn heute. Okay, und was ist der richtige Rahmen? Der braucht was Persönlicheres. Der braucht sowas wie ein gemeinsames Wochenende in einem schönen Hotel. Gutes Essen, bisschen Wellness, Sauna. Sauna? Ja, da entstehen gute Gespräche von ganz alleine. So in ganz kleinem Rahmen, der Klinikchef, Hofmeister und Gärtner. Ja, das ist nicht schlecht. Das werde ich dem Klinikchef morgen gleich mal vorschlagen. Mhm. Schnutzel. Mhm. Kann ich heute hier schlafen? Oh nein. Nein, wieso nicht? Ich habe einen harten Tag gehabt. Außerdem so ein paar Streicheleinheiten wären ganz gut. Ja, du kannst hier schlafen, aber guck mal hier, ich habe das vergessen. Gratuliere. Und wer heiratet? Das ist mein Vater. Du wusstest nicht, dass dein Vater heiratet? Doch, ich schon, aber meine Mutter nicht. Ich hatte meinem Vater versprochen, mit ihr zu reden, bevor er die Einladung rausschickt. Aber ich habe es nicht fertiggebracht, sie zu sagen. Die hängt doch noch so an ihm. Wenn die jetzt auch so eine Karte bekommen hat. Deine Mutter ist eine erwachsene Frau. Ich bin mir sicher, dass sie damit klarkommen wird. Was jetzt wirklich wichtig ist, ist, dass du mich glücklich machst. Und deinen Professor. Was heißt hier mein Professor? Jeder denkt, du bist Gärtners Frau. Allen voran dieser Hofmeister. Gott bewahre. Schnutzel. Hm? Ich habe nicht den ganzen Vormittag Zeit. Ja, ich einen ganz kleinen Moment bitte, ja? Wusstest du das? Mama, wie kommt er dazu, diese... Sabine,
Mir doch egal, wie die heißt. Der kann die doch nicht einfach heiraten. Wusstest du das? Sei ehrlich, du wusstest ja, das, oder? Ich hab jetzt aber keine Zeit. Ja, warum hast du mir das denn nicht gesagt? Dann hätte ich das vielleicht verhindern können. Mama, ich habe jetzt wirklich keine Zeit. Ich habe einen ganz wichtigen Termin. Ist er das? Wer denn? Na, dein Daniel. Nein. Für den du offiziell gar nicht existierst. Also ich verstehe einfach nicht, Mama, wie du dir das gefallen lassen. Ich komm gleich. Pass bloß auf, dass dir nicht dasselbe passiert wie mir. Ja, ich muss jetzt wirklich arbeiten gehen. Ich komme heute Nachmittag bei dir vorbei, ja? Versprochen. Versprochen. Tschüss. Guten Morgen. Ja. Normalerweise nehmen wir für solche Termine unseren Firmenwagen. Ich bin ein sehr schlechter Beifahrer. Hier Ihre Wohnungsvorschläge, die Hälfte habe ich aussortiert. Das Haus wollen Sie nicht? So weit draußen. Das ist doch wunderschön mit Garten. Sehe ich aus, als hätte ich Lust und Zeit, Rasen zu mähen oder Beete umzugraben? Aber Ihrem Sohn würde es sicher gefallen. Vorsicht! Am besten Sie halten sich an meine Vorgaben. Die waren doch präzise genug, oder? Entschuldigen Sie, ich kann nicht denken, wenn Sie so rasen. Ich habe keine Zeit zu verschenken. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man im Schnitt weniger Zeit braucht, wenn man Dinge langsam angeht. Man macht weniger Fehler, man ist entspannter und entscheidungsfreudiger. Woher haben Sie denn das? Zum chinesischen Glückskeks? Führerschein und Fahrzeugpapiere, bitte. Haben Sie nichts Besseres zu tun, als Menschen daran zu hindern, zügig voranzukommen? Das haben wir. Solange es aber immer wieder Unbelehrbare gibt, die sich einen Dreck drum scheren, dass die zugelassene Höchstgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften 50 km/h beträgt, werden wir hier stehen. Entschuldigen Sie bitte, mein Mann ist einfach sehr, sehr angespannt. Nein, ich bin ganz ruhig. Wir versuchen seit Jahren, schwanger zu werden. Haben Sie Kinder? Ja. Was für ein Glück. Bei uns will es einfach nicht klappen. Ich nehme jetzt seit Monaten... Schatz, das muss dir nicht peinlich sein. Ich nehme jetzt seit Monaten Hormone und ich komme gerade von meiner Ärztin und die meint, dass innerhalb der nächsten Stunde sollten wir... Sie wissen schon, ich habe meinen Mann schnell aus dem Büro gezerrt und jetzt sind wir einfach sehr nervös. Verstehen Sie jetzt? Bitte. Naja, also... Danke. Dann ein gutes Gelingen. Vielen Dank. Aber langsam. Vielen, vielen Dank. Soll ich jetzt auch noch Danke sagen? Zum Beispiel? Dankbarkeit ist die Mutter aller Tugenden. Eine andere Weisheit aus meinen Glückskeksen. Nee, also, das war gar nichts. Das Badezimmer ist viel zu klein, kein Fenster. Diese riesen Terrasse war doch herrlich. Nee, streichen Sie mal. Na großartig, Schlange stehen ist mein Lieblingshobby. Dann sagen Sie jetzt nichts und gucken zur Abwechslung einfach mal freundlich. Entschuldigung, Amt für Gesundheit und Hygiene. Lassen Sie uns bitte durch. Darf man fragen, was Sie hier wollen? Ungeziefermeldung aus dem ersten Stock. Ratten. Dr. Gärtner ist unser Hygienemediziner. Ratten? Kann ich mal Ihren Ausweis sehen? Zeigen Sie Ihren Ausweis. Das ist wirklich kein Grund zu beunruhigen. Dr. Gärtner kennt sich sehr gut mit Ungeziefer aus. Schatz, wir gehen. Danke, dass Sie so schnell in ein neues Fachgebiet geschlüpft sind. Gern geschehen. Ist zeugungsunfähig, dann Kammerjäger. Bin ja mal gespannt, was als nächstes kommt. Das war doch nur ein Schrank. An dem die ganzen Erinnerungen dieser netten alten Dame hängen, ja. Ich habe nur angeboten, dass wir uns um die Entsorgung kümmern. Sperrmüll. Sie haben Sperrmüll gesagt. Ja, Sie können ihr, was für ein wunderschönes Stück, unmöglich ernst gemeint haben. Das nennt man Taktgefühl. Man nennt das Heuchelei. Gärtner? Wir sind für heute durch, das ging ja schnell. Wie sind seine Werte? Gut, ich komme. Ich muss in die Klinik. Sie wollten doch Tim von der Schule abholen. Ja, ich weiß. Wie mache ich das jetzt? Ich kann das übernehmen. Sicher? Das gehört zum Service. Fahren Sie ruhig. Bitte schön. So ist es halt immer mit ihm. Stell dir mal vor, jemand, den du ganz doll lieb hast, der müsste operiert werden. Dann würdest du doch auch die allerbeste Hilfe für ihn wollen, oder? Dein Papa ist... Gib dir keine Mühe, das weiß ich ja alles. Hier ist das Hotel, wir müssen raus. Ja gut, Tim, du kommst jetzt alleine klar? Sicher. Wann kommt denn dein Vater so nach Hause?
Das weiß man bei ihm nie genau, aber sicher spät. War das euer Haus hier? Ja. Ich dachte, dein Vater mag keinen Garten. Darum hat sich Mama gekümmert. Mhm. Sieht nett aus, deine Mama. Wo ist die denn? Tot. Ja, eine Pizza Salami für Zimmer 154 und eine Flasche Cola, kalt bitte. Die Rechnung geht aufs Zimmer. Danke. Seit wann ist sie denn tot? Seit 5 Jahren. Alles okay? Ja. Geben Sie mir bitte Bescheid, wenn der Patient wieder bei Bewusstsein ist. Da werden Millionen für den Ausbau von so einem neuen Labor ausgegeben. Und jetzt fehlt das Geld für den Mitarbeiter. Ich bin genauso enttäuscht wie Sie. Das können Sie mir glauben. Deshalb brauchen wir dringend private Sponsoren. Das machen andere auch so. Dieser Hofmeister ist der Einzige in der Zahlenwelt. Nachdem Sie ihn so vor den Koffer geknallt haben, wollte er abspringen. Es hat mich größte Mühe gekostet, ihn davon zu überzeugen, uns überhaupt noch mal eine Chance zu geben. Das will er jetzt tun. Jetzt müssen Sie ihn nur noch von unserem Projekt überzeugen. Ich? Wie soll ich das denn machen? Wir fahren gemeinsam in ein schönes Hotel, verbringen ein entspanntes Wochenende miteinander und Sie erklären ihm die Wunderwelt der Forschung. Und nebenbei massiere ich ihm die Füße und verkaufe noch ein paar Heizdecken. Dieses Labor ist eine einzigartige Chance. Wollen Sie das jetzt einfach so aufgeben? Wir sind so dicht am Ziel. Der Mann will sich durch seine Spende unsterblich machen. Was ist denn so falsch daran? Ich kann das nicht. Sie sollen das ja auch nicht alleine machen. Wir stellen Ihnen jemanden zur Seite, der Ihnen hilft. Das ist nicht dein Ernst. Komm schon, Lina, was ist so schlimm daran? Das ist komplett Gaga. Hofmeister hat eine Narren an dir gefressen. Außerdem denkt er, dass ihr beide zusammen seid. Das ist ein blödes Missverständnis. Das ist ein Segen für uns. Dieser Gärtner ist eine Null in Sachen Sozialverhalten. Und wenn es jemand schafft, Hofmeister zu überzeugen, dann du. Das ist nicht mein Job. Zu, wenn ich als Gärtnersgattin reisen könnte, würde ich es tun, aber meine Röckchen sind leider in der Wäsche. Lina. Wenn wir die Aufträge nicht kriegen, dann muss ich Leute entlassen. Hast du keine Skrupel, dem Mann so ein Theater vorzuspielen? Doch. Aber ich stehe mit dem Rücken zur Wand. Wenn es eine andere Möglichkeit geben würde, hätte ich die ergriffen. Das darfst du mir glauben. Schnutzel, bitte. Hey. Es gibt keine andere Lösung. Außerdem ist es nur ein Wochenende. An dem wir eigentlich nach Paris wollten, ja. Paris holen wir nach. Ich weiß nicht, wie du es immer wieder schaffst, dass ich Sachen mache, die ich eigentlich nicht will. Weil du einfach die Beste. Daniel, lass das, hör auf. Ich meine das ernst. Ich fühle mich von dir immer nur hin und her geschoben. Ich muss los. Ich habe meiner Mutter versprochen, noch vorbeizukommen. Eigentlich wollte ich dich zum Essen einladen. Oh, du kannst gerne mitkommen. Dann lernst du sie endlich mal kennen. Ja, ich weiß, war ein harter Tag. Lina. Meinst du, deine Mutter könnte Gärtners Jungen vielleicht übers Wochenende nehmen? Geh natürlich nicht zu dieser Veranstaltung. Ist ja lächerlich. Dazu bin ich zu beschäftigt. Wir fahren weg. Woanders hin. Ach ja? Schön. Und wer ist wir? Na, wir beide natürlich. Ja, du kommst doch mit, oder? Oder willst du etwa dabei sein, wie dein Vater dein Erbe zum Fenster rausschmeißt? Na, wir könnten doch wieder in diese kleine Pension im Schwarzwald. Ja, ich fände das auch schön. Ich muss mal gucken, ob ich Zeit habe überhaupt. Wir haben gerade so Probleme in der Firma, weißt du. Von mir aus könnten wir gleich am Wochenende los. Nein, dieses Wochenende geht gar nicht. Dann wollte ich sowieso mit dir reden. Wir haben einen kleinen Notfall. Notfall? Ja, ich habe einen Klienten, der bräuchte dringend eine Betreuung für seinen 11-jährigen Sohn. Und da hat dein Daniel an mich gedacht. Nein, das war meine Idee. Guck mal, die kennen noch niemanden hier in Freiburg. Und der Kleine bräuchte jemanden wie dich, der sich kümmert. Du machst das so toll.
Etwas Leben im Haus wäre schon gut. Bin ja ganz alleine hier. Bis auf die Skulpturen von deinem Vater, ja? So schön sie auch sind, nicht wahr? Ja, die sind schön. Und? Ja. Gut. Danke, Mama. Es ist ein bisschen spät geworden. So, jetzt Pyjama an, Zähne putzen und dann ins Bett. Ja? Ich mag das Hotel nicht. Ja, wir finden bald eine Wohnung. Komm. Übrigens, am Wochenende muss ich noch mal wegfahren. Du kannst ja nicht mit. Und ich bleib wieder alleine hier, oder was? Muss arbeiten. Das wäre sowieso langweilig. Ich habe aber mit der Agenturtante gesprochen. Es gibt folgende Möglichkeit. Du kannst. Blödsinn, zu dem ich mich je habe überreden lassen. Ich wünsche Ihnen auch einen schönen guten Morgen, Herr Gärtner. Wie stellen Sie sich das eigentlich vor? Wollen Sie für den Rest Ihres Lebens meine Frau spielen? Natürlich nicht. Nur so lange, bis Sie Hofmeister von dem Projekt überzeugt haben. Dann trennen wir uns eben wieder, wie die meisten Paare. Wird sowieso keiner glauben, dass wir zusammenpassen. Was hat man Ihnen denn für den Auftritt geboten? Für unsere Agentur ist dieser Auftrag leider zur Überlebensfrage geworden. Och, eine tapfere Gendarme, geopfert auf dem Feld der Spendenbeschaffung. Hallo, Tim. Ihnen ist schon klar, dass ich das auch für Sie tue, ja? Es wäre sehr nett, wenn Sie Ihre Meinung über die kreativen Versuche meines Vaters für sich behalten könnten, ja? Hallo, Mama. Hallo. Hallo. Ich bin Ada. Und du bist Tim? Na, schön, dass du da bist. Ich hoffe, du magst Pfannkuchen. Gibt's auch Pizza? Timmy, lässt sich einrichten. Die Nachbarjungs fragen schon nach dir. Die haben einen Basketballkorb. Echt? Ja, da. Ja, willst du mal schauen? Also bis Sonntag, ja? Vielen herzlichen Dank für Ihre Hilfe. Ich weiß das sehr zu schätzen. Ada Baumann. Entschuldigt. Markus Gärtner. Und Sie sind also der berühmte Professor. Ja, Mama, wir müssen auch gleich weiter jetzt. Ja, wollt ihr nicht noch reinkommen? Ich freue mich über jeden Besuch. Wissen Sie, mein Mann, Linas Vater, hat mich letztes Jahr verlassen. Mama, wir müssen um 4 Uhr dann weiter sein. Wir sind hier schon spät dran. Ja, wir müssen. Schön, nicht wahr? Die hat mein Mann mir geschenkt. Ja, ist ja wohl sonst nirgends los geworden. So, wir müssen jetzt, ja? Wie bitte? Naja, so was Grauenhaftes schenkt man doch nicht, wenn man sie Sonntag gegen Mittag holen wir den Kleinen wieder ab, ja? Tschüss, Mama. Gefallen Ihnen die Skulpturen etwa? Ja, die sind irgendwie. Die sind halt in einer bestimmten Zeit entstanden. Antworten Sie doch einfach mal mit Ja oder Nein. Nein, sie gefallen mir auch nicht. Was Ihre Mutter aber noch nie gesagt hat. Was ist so schlimm dran, wenn ich Sie mit einer kleinen Notlüge ein bisschen glücklicher mache? Bei einer Einladung essen Sie Ihren Teller immer auf, auch wenn es Ihnen überhaupt nicht schmeckt. Und Sie schmeißen Ihr Essen in den Müll, versauen allen anderen den Abend und klopfen sich auf die Schulter für Ihre Ehrlichkeit. Na, da wissen wir doch beide wenigstens, wo wir stehen. Also, ich habe eine Allergie gegen Erdbeeren. Ich brauche morgens 3 Tassen Kaffee, um wach zu werden. Mein Lieblingsfilm ist Manche mögen es heiß. Wenn ich könnte, würde ich jeden Tag neue Schuhe kaufen. Ich liebe Hunde. Was soll das jetzt? Wenn Hofmeister uns das liebende Paar abnehmen soll, dann solltet ihr zumindest das Nötigste voneinander wissen.
Ich habe keine Allergien, war seit Jahren nicht mehr im Kino, mach mir nichts aus Schuhen und Hunde. Kann ich auf den Tod nicht ausstehen. Na wunderbar, da muss ich mir nicht viel merken. Hat das was zu bedeuten? Was denn? Da leuchtet was. Hier ist kein Netz. Der Kühler ist leck. Wir kommen viel zu spät. Stopp! Was? Nichts anfassen. Wieso? Was? Ja, puff. Ja, und jetzt? Würden Sie mir freundlicherweise verraten, was Sie vorhaben? Hallo! Für einen Spaziergang ist jetzt sicher nicht der richtige Moment. Wollen Sie zum Hotel wandern oder was? Das tut mir leid, dafür habe ich nicht die richtigen Schuhe an. Das haben Frauen doch nie. Motorhaube? Wenn ich das Eiweiß in den Kühler schütte, stockt es und das Leck ist verschlossen. Wie Flüssigklebstoff. Auf welcher Elite-Uni lernt man denn sowas? Bei meiner Lieblingsserie, der MacGyver. Fernsehen? Auch ich habe eine dunkle Seite. Das Ei blieb da. Das Ei bleibt hier. Ja, das brauche ich aber dringend. Entschuldigen Sie, wir brauchen ganz dringend ein Ei für einen Mürbeteigkuchen, den wir meiner kranken Mutter zum Geburtstag mitbringen wollten. Jetzt hatte der Laden im Ort zu. Der Kühler ist leck. Ah, ich verstand. Und jetzt will sie mit dem Ei den Kühler abdichten. Genau. Klasse Idee. Sieh, das habe ich mal bei MacGyver gesehen. Ja, Schatz, dann nimm die Kacheln in Tundra. Oder nein, ich meine natürlich die Fliesen. Bitte, ich interessiere mich wirklich für unser neues Bad. Aber, Schatz, ich muss auflegen. Ich rufe dich gleich nochmal an. Guten Tag. Frau Baumann, Herr Gärtner. Ah, hallo. Ja, seit einer halben Stunde sehr warten leid, wir immer. Sie und können doch, Herr Hofmeister, in dieser Situation nicht wach. Fräulein Nina. Hallo, Herr Hofmeister. Schön, Sie wiederzusehen. Ja, schön. Professor Weißling hat mir versprochen, dass Sie heute Abend da sind. Ja. Ich habe alles stehen und liegen lassen. Die Freude ist ganz auf meiner Seite. Professor Gärtner, also meinen Lebensgefährten, haben Sie ja schon kennengelernt. Ja, wegen diesem Mann hätte ich fast einen Herzinfarkt bekommen. Den bekommen Sie schon von ganz alleine. Erst mal etwas direkt, nehmen Sie es bitte nicht persönlich. Daran bitte schön nicht persönlich. Ach, wen haben Sie denn da? Du bist ja ein Süßer. Hm? Ja, hallo. Der heißt Sie und heißt Lady. Oh, hallo Lady. Baumann und Gärtner, für uns wurde reserviert. Nummer 42, ein wunderschönes Doppelzimmer mit Blick auf den Park. Haben Sie keine Einzelzimmer gebucht? Er schnarcht so furchtbar. Schauen Sie doch noch mal nach. Es tut mir leid, wir sind ausgebucht. Ja, ist auch nicht so schlimm. Ich habe mir meine Ohrstöpsel. Stimmt's, Schnurzel? Ich denke, es wäre jetzt angebracht, dass wir uns duzen. Sie glauben doch nicht ernsthaft, dass wir mit dieser Lachnummer durchkommen. Ich bin Lina. Kommen Sie überhaupt auf Schnutzel? Kein Mensch sagt Schnutzel. Also, kennengelernt haben wir uns bei... Bei Freunden. Aber da fand ich dich ziemlich arrogant. Ich fand dich nett, aber langweilig. Verstehe. Jedenfalls sind wir dann trotzdem irgendwie zusammengekommen. Und bei Erdbeeren sind schwülste Anwendung noch verlangt. Was? Bei Erdbeeren. Bitte entschuldigen Sie nochmals die Verspätung. Es tut mir wahnsinnig leid. Aber der Kühler war kaputt. Der Kühler war kaputt? Ja. Ach, so nennt man das heutzutage. Ja, wir sind... wirklich liegen geblieben. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich kenne mich damit aus. Darf ich Sie fragen, wie lange Sie schon zusammen sind? 7 Jahre.
Ja, was nun? Wir haben uns vor 11 Jahren kennengelernt. Bei Freunden. Ja, aber da fand ich Markus ziemlich arrogant. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber er hat sich dann noch ein paar Jahre bemüht, bis ich dann irgendwann nachgegeben habe. Stimmt's, Schnitzel? Aber Ihr Sohn ist doch schon wie alt? Ja, unser Sohn, der... Tim ist 11. Ah. Also das, das war also ganz am Anfang vor 11 Jahren, da hatten wir einen One-Night-Stand und daraus ist Tim entstanden. Und Sie haben ihn dann 4 Jahre lang kochen lassen, ja? Ja. Sagen Sie noch mal ganz ehrlich, ist doch schön, wenn man einen hat, der einem richtig Paroli bieten kann, oder? Ihre Frau ist ein Goldschatz, für immer. Ja, Schatz, wir haben doch gerade... Ja, würden Sie mich einen Moment entschuldigen? Eine versenkbare Badewanne, ist das jetzt nicht ein bisschen... Ich finde das jetzt schon ein bisschen... Oh, guck mal, Schnitzel, ich glaube, der Kleine mag dich, hm? So ein falscher Kerl können Sie gar nicht sein, Herr Professor. Den hat mir meine Frau hinterlassen. Passt wohl nicht so ganz auf den Golfplatz, nicht? Ich wollte sie dann ins Heim bringen, aber das habe ich nicht übers Herz gebracht. Wir haben uns dann kennengelernt. Ich muss sagen, Hunde haben Seele. Für mich nur Wasser, bitte. Wasser? Da haben Sie ja eine Spaßbrause ans Bein gebunden. Aber dafür kann er ganz toll Kühler reparieren. Ah ja. Wie ich schon gesagt habe, es gibt die Aortenklappe, die Mitralklappe, die Pulmonalklappe und die Tricuspidalklappe. Bei der Mitralklappeninsuffizienz ist die Herzklappe zwischen dem linken Vorhof und der linken Herzkammer, also hier, undicht. Die herkömmlichen Herzklappen sind Kunststoffprothesen aus Pryolitcarbon. Weiterhin gibt es sogenannte Bioprothesen, die... Er ist eingeschlafen. Nein. Herr Hofmeister? Den interessiert doch nicht die Bohne, was ich hier erzähle. Dann können wir den ganzen Zirkus doch auch sein lassen. Ich höre mir den ganzen Abend seine blöden Sprüche an und der Ignorant schläft einfach ein. Wissen Sie was? Gute Nacht. Nimm mich doch hier nicht zum Affen. Ich bin doch kein Vertreter. Ja. Bin ich eingeschlafen? Nein. Wollen Sie noch was trinken? Nein. Wo ist der Herr Professor? Der aufs Zimmer gegangen. Aber er muss noch ein bisschen arbeiten. Der Mann ist verspannt. Der braucht ein paar Massagen. Auf Dauer kann er so seine Leistung nicht bringen. Hey, ist Zeit zum Schlafen. Komm, meine Kleine. Ja, Bubu machen. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Gute Nacht, Herr Hofmeister. Gute Nacht. Schlafen Sie. Gute Nacht. Auch an die Daisy. Lady, Herr Weißelmann. Weißing. Markus, so kommen wir hier nicht weiter. Die ganze Aktion habe ich doch gleich Was gesagt. Was ist das? Der hört doch überhaupt nicht zu. Ja, weil du ihm nur abstrakte Fakten um die Ohren haust, das versteht kein Mensch. Ich bin Wissenschaftler und Arzt, da sind die Dinge eben etwas komplexer. Darum geht's doch überhaupt nicht. Mann, wenn jemand so viel Geld spendet, dann will er dafür geliebt werden. Ja, genau. Und deswegen wird er mir sein Geld bestimmt nicht geben. Finito, Feierabend. Na, super. Du haust ab, bevor du überhaupt richtig angefangen hast, ja? Ich haue ab, weil ich nicht den Job machen kann, für den ich angestellt wurde. Ja, abhauen ist ja eh dein Ding. Wie bitte? Ihr seid 4-mal umgezogen in den letzten 2 Jahren. Erzähl mir nicht, dass das immer nur was mit deinem Job zu tun hatte. Das geht dich überhaupt nichts an. Das ist mein Privatleben. Oh, entschuldige. Aber genau jetzt hätte ich auch gern mein Privatleben. Bitte. Stattdessen strampel ich mich hier für was ab, für du eigentlich kämpfen solltest. Ich bleibe. Unter einer Bedingung. Und die wäre? Nenn mich nie wieder Schnutzel. Lässt sich einrichten.
Sei doch mal ehrlich. Wenn man von seinem Partner Schnutzel genannt wird, das ist doch ein Trennungsgrund. Hallo Daniel. Oh, anstrengend. Entschuldige, Große, ist ein bisschen spät geworden. Ich hoffe, dass alles gut bei dir ist. Du schläfst wahrscheinlich. Ich melde mich morgen. Gute Nacht, mein Großer. Dein Freund? Wie bitte? Daniel? Ach so, nein, ich habe keinen Freund, das war nur mein Chef. Verstehe. Meldung machen, ob der Professor auch brav mitspielt. Hm? So in etwa. Also, was schlägst du vor? Als erstes könntest du ein bisschen freundlicher zu seinem Hund sein. Was zu dem frisierten Wischmopp? Nur weil wir jetzt per Du sind, heißt das nicht, dass wir in einem Bett schlafen. Selbstverständlich nicht. Fakt ist, dass ich wesentlich größer bin als du. Das ist nicht dein Ernst. Was du morgens ganz verfressen, brauchst du abends nicht mehr essen. Der ist von mir. Ja, der ist gut. Na, viel schlafer als sonst, Professor. Was passiert? In fremden Betten schlafe ich immer so schlecht. Oder gar nicht, was? Was haben die so auf dem Zettel heute? Heute 11 Uhr. Ganzkörpermassage. Anschließend Dampfbad, anschließend Fangopackungen. Ja, Schatz. Du, das ist jetzt ganz schlecht. Ja, dann nimm die kanadische Kirsche. Das ist. Meine Frau, entschuldigen Sie mich einen Moment bitte. Ich höre dir doch zu. Ich höre dir zu. Das ist ja sensationell. Sie mag sie. Wirklich zauberhaft. Herr Hofmeister? Sind Sie bereit für Ihr Wellnessprogramm? Jetzt und auf der Stelle. Ja, bitte. Den können Sie aber nicht mit reinnehmen. Sonne Sie? Sie auch nicht. Jetzt komm. So schlimm ist es hier auch nicht. Hast du es Ihnen geradezu aufgedrängt? Mir macht es Spaß, andere glücklich zu machen. Ja, bis hin zur Selbstaufgabe. Weil ich einen kleinen Hund ausführe, oder was? Dafür vergraust du alle mit deiner Überheblichkeit. Ich kann nichts dafür, dass die Menschen die Wahrheit nicht hören wollen. Es gibt doch Zwischentöne. Dich gibt es immer nur. Ich will von allen geliebt werden. Das stimmt überhaupt nicht. Ich kann doch gut dagegenhalten. Ich könnte den Chef immer dich anrufen, wenn es Probleme gibt. Ja, weil er weiß, dass ich eine Lösung finde. Weil er weiß, dass du niemals Nein sagst und dass du das Gefühl brauchst, unersetzbar zu sein. Das nennt man Helfersyndrom. So ein Blödsinn. Wo ist ein Lady? Wer? Na, Lady! Lady! Lady!
Ich da lang, du da lang. Lady! Lady! Kleine Flohschleuder. Lady! Lady! Da bist du ja! Lady! Ja, komm her! Ja, komm her, Lady! Hierher! Ja, komm! Lady! Ja, komm! Geh da rüber! Na, komm! Komm her! Darauf geht's zur Frau! Ja, komm her! Ja, komm her! Ja, komm! Komm hier, meine Süße! Mein Gott, wie blöd kann man denn sein? Wie kommt die denn da hin? Jetzt komm her, da geschwommen ist sie! Lady, komm, na, komm, her. Komm, geh da rüber! Komm. Lady! Komm schwimm, her. Spring! Was auch immer! Komm! Lady, komm her, jetzt komm her. Komm jetzt, Lady, hopp, jetzt spring. Komm mal her, Lady, hopp. Komm her. Zurück, Lady. Komm jetzt. Ja, komm her. Na, komm her. Komm her. Komm her. Komm mal her. Jetzt, komm. Ja, ist ja gut. Nimm das, komm. Ja, komm her. Ah, was? Scheiße. Das glaube ich jetzt nicht. Glaub ich nicht. Wo ist der Hund? Lady! Scheiße. Die Farbe scheint dir sowieso nicht. Weißt du, ja, guck dich mal an. Wenn ich diese kleine Wasserratte, wenn ich diese kleine Wasserratte erwische. Lady! 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 Lady? Weg. Hofmeister bringt uns um. Dann weiß ich, dass ich ihn schon vor ihm erledigt. Hörst du das? Ja, hinter dem Baum. Brutus! Brutus! Komm! Hofmeister hat gesagt, dass Lady läufig ist. Ich zippe mal, Brutus ist ein Männchen. Lady! Gott, hast du uns Schrecken eingejagt? Alles okay? Meinst du, dass die da jetzt... Da bin ich mal neugierig, wie du dich da wieder rausredest. Quatsch, die haben wir schön miteinander gespielt. Ja, nur miteinander geredet, ne? Die meisten Hunde sind heute kastriert, außerdem war die Zeit viel zu kurz. Ne? Ich glaube nicht, dass Hunde lange dafür brauchen. Was machen wir jetzt? Schwangerschaftstest. Psst. Hallo, Fräulein. Haben Sie Professor Gärtner und seine Freundin gesehen? Nein, tut mir leid. Ich kann die Moorbad-Packung des Hauses sehr empfehlen. Wie kann so ein kleiner Hund nur so viele Haare haben? Was? Hat das geklappt? Hallo? Oh, Hofmeister. Hallo? Wo raus ich hier? Ja, der darf die so nicht. Lina? Hallo, Lina! Herr Lina. Herr Hofmeister, hallo. Entschuldigen Sie bitte. Ja. Aber wo ist denn meine Kleine? Ach, Ihre Kleine, die ist ja so entzückend. Wir hatten so viel Spaß mit ihr. Ja, mhm. Ja, aber wo ist sie denn? Ja, Markus ist immer noch mit ihr unterwegs. Noch unterwegs? Mhm. Unterwegs? Hier. Hallo, meine Süße. Ja, da bist du ja. Papa ist doch wieder. Ja, der Papa. Das ist mir jetzt etwas unangenehm. Wir haben einen Moment nicht aufgepasst. Aber sie war die ganze Zeit an der Leine. Ja, die kleine Lady hat sich plötzlich, also so schnell konnten wir gar nicht gucken, hat sie sich in Vogel-AA gewälzt. Vogel-AA? Ja. Das mag sie, das kenne ich. Ach, tatsächlich? Ja. Das ist ja toll. Ja, wir wollten sie nicht so dreckig zurückgeben. Ja. Das ist sehr lieb von Ihnen. Aber sie hat sich auch schon selbst gemacht. Ich will auch nicht länger stören, weil wir haben auch noch was vor. Ja. Dankeschön nochmal. Gern geschehen. Ja, bis später. Bis später. Und danke nochmal. Tschüss. Vogel-AA. Was haben Sie mit meiner kleinen Lady gemacht? Wieso? Sie ist eingeschlafen wie ein Stein. Sie hat doch nicht mal was gefressen. Ach, wir sind sehr lange mit ihr gelaufen. Gelaufen. Das ist gut. Ich dachte, Sie mögen keine Hunde. Mag ich auch nicht.
Aber Lady ist eine Ausnahme. Wir haben uns angefreundet. Sie schafft's bei jedem. Ich fühle mich jetzt fit, jung und habe einen Mordshunger. Wachtelbrüstchen mit Zitronenjus auf regionalen Feldsalatblatt. Bon Appetit. Es gibt einen Gasthof 10 Minuten von hier. Ohne Schnickschnack, selbstgemachte Maultaschen und Flammkuchen. Ich glaube nicht, dass das für Herrn Hofmeister so eine... Und ein kleines Bierchen dazu. Ja, gute Idee. Herr Ober, machen Sie bitte den Doggy weg. Ohne Feldsalat. Wird abgeholt. Aus Gold? Du meinst vergoldet. Wir hatten keinen Kurz, wenn dir das Baden mehr Spaß macht. Ich das Tage, da bin ich froh, dass es Goldschläge gibt. Wir müssen ja nicht alles neu. Hat es geschmeckt? Ja, super. Mutter hätte es nicht besser machen können. Mhm. Herr Weißling, ich möchte Ihnen ja nicht zu nahe treten, aber geben Sie der Dame doch mal einen Laufpass. Und gönnen Sie sich mal ein bisschen Spaß. Der Kicker ist frei. Der Kicker ist frei! Zwei gegen zwei. Weiß und ich gegen Sie beide. Ja. Kickern jetzt? Ja, Kicker. Ich bin jeden Tag gemacht. Sie nicht? Wer verliert, zahlt die nächste Runde. Du hast selbst gesagt, wir sollen mehr Sport treiben. Wir sollten ihn gewinnen lassen. Weiß man, Mann. Ich hab noch nie. Dann wird's langsam Zeit. Okay. Ein bisschen mehr Einsatz, Herr Professor. Profi. Wissen Sie was, Herr Hofmeister? Glauben Sie ja nicht, dass ich Sie wegen Ihrer paar Millionen hier gewinnen lasse? Sowas höre ich sehr gerne. Na dann mal los. Professor, hätte nicht gedacht, dass Sie so einen Pump haben. Ja, kriegen Sie jetzt bloß keinen Herzinfarkt. Nee, mein Lieber, den Gefallen tue ich Ihnen dann doch nicht. Auf Ihrem Tisch liege ich niemals. Oh, dabei bin ich wirklich gut. Ja, das wollen wir mal sehen. Das Eigentor. Das gibt sofort ein Rückspiel. Herr Professor, wir beide gegen die beiden Mädels. Na los. Welche? Ich kann den. Okay. Gott. Wenn Sie so gut forschen, wie Sie kickern, mache ich mir keine Sorgen mehr.
Warte. Hundezuchtverein Otzberg? Für die Siegerin des Tages und nicht nur auf dem Gebiet der Hundezucht. Gott sei Dank, du bist nicht da. Hast du die geklaut? Nein, den wird abgeschwatzt. Mit einem überzeugenden Beitrag für die Kaffeekasse. Na, vielen herzlichen Dank. Die wird deinen Ehrenplatz bei mir bekommen. Ich hab zu danken. Ach komm, dass Hofmeister so umgeschwenkt ist, das lag allein an dir. Nein. Ohne dich wäre es erst gar nicht zu dem Wochenende gekommen. Naja. Das meinte ich aber auch gar nicht. Ich wollte dir für den Tag danken. So viel Spaß wie heute hatte ich schon lange nicht mehr. Was? Ich... Als Tim 6 wurde, habe ich mich mal für die Kinder als Clown verkleidet. Als Clown? Du? Ja. So mit allem drum und dran. Rote Nase, Glatzenperücke, Hosenträger, eine große Blume als Wasserspritzpistole. Ja, du lachst. Mein Programm war auch hervorragend ausgearbeitet. Die Kinder fanden es aber überhaupt nicht lustig. Keine Reaktion, Totenstille. Der Kleinste fing sogar an zu heulen. Oh Gott, du Armer. Die kleinen Mistkerle haben erst Spaß gehabt, als Marie mir die Geburtstagstorte mitten ins Gesicht geknallt hat. Wir haben geschrien vor Lachen. 4 Wochen später war sie tot. Jetzt läuft dein Helfersyndrom wahrscheinlich wieder auf Hochtouren, was? Das war schön heute, dich auch mal fröhlich zu sehen. Du meinst anders als sonst? Ja. Du hältst die Menschen schon ganz schön auf Abstand. Auch die, die dich eigentlich nur glücklich sehen wollen. Glücklich, ja. Weißt du, wie es ist, wenn du deinem Jungen sagen musst, dass seine Mama nicht mehr nach Hause kommt? Weißt du, wie es ist, wenn man sich selbst die Tränen verbietet, um den Kleinen nicht noch trauriger zu machen? Und dann die ganzen Sprüche, Kopf hoch, das wird schon wieder. Die Zeit heilt alle Wunden. Weißt du was? Die Zeit heilt nicht alle Wunden. Und ohne meinen Sohn und meine Arbeit wäre ich verrückt geworden. Markus? Ja? Bevor du dir deinen Rücken komplett ruinierst, du kannst doch gerne die andere Seite vom Bett haben. Nein, ist schon gut hier. Jetzt komm, wenn du noch eine Nacht nicht schläfst, bist du morgen unausstehlich. Quatsch. Jetzt. Du bist aber auch kompliziert.
hoffentlich nicht geweckt. Alles gut, warte mal kurz. Ich kann gerade nicht. Wir sind beim Frühstück und hatten ein Gespräch. Hm. Aber ich glaube, es ist ganz gut gelaufen, ja. Hm. Du, Schatz, stell dir mal vor, wir haben gestern Abend Tischfußball gespielt. Was heißt da, ich interessiere mich gar nicht für unser Haus? Es gibt auch noch andere Sachen, die im Leben wichtig sind, und jetzt frühstücke ich. Ja, 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 ja. Hat Ihre Frau schon einen Golflehrer? Ja. Nein, wieso? Will ich mal drüber nachdenken. Lohnt sich. Also wenn ich nicht wüsste, wie lange Sie schon zusammen sind, würde ich es glatt behaupten, Sie sind frisch verliebt. Ich hab vorhin mit Tim telefoniert. Der scheint sich ja richtig wohl zu fühlen bei deiner Mutter. Ja? Der klang richtig glücklich. Schön. Und, wie ist es gelaufen? Gut. Es hat wirklich Spaß gemacht mit dem Jungen. Wir haben ja gestern auch einen Drachen gebastelt. Mhm. Es war herrlich. Ich habe seit Stunden nicht mehr an deinen Vater gedacht. Also ich finde diesen Markus ja wirklich sympathisch. Hat was Ehrliches. Das gefällt mir. Ja, wir sehen uns ja gleich morgen wieder. Morgen? Wohnung anschauen? Ah ja, klar. Natürlich. Also, falls noch Interesse besteht? Ja, natürlich. Gut, dann. Bis morgen. Ja, tschüss. Lina? Ja? Ich wollte mit Tim heute noch Drachen steigen lassen. Ja? Kannst du mir da was empfehlen? Ja, die Wiese am Jesuitenschloss, die ist ganz toll. Also, da war ich immer. Ja. Hm. Danke. Vielleicht hast du ja Lust, mitzukommen. Total gerne, aber ich kann heute nicht. Ist noch so viel zu tun. Klar. Tschüss. Bis morgen. Hi, ich bin's. Sag mal, wo steckst du denn? Dein Handy ist schon die ganze Zeit aus. Meld dich doch mal bei mir. Du, das wird nichts mehr mit uns heute. Ich hab mir irgendwie den Magen verdorben. Ja? Bis morgen. Tschüss. Thank you.
uns was essen gehen. Wollen wir? Du entscheidest. Thailändisch? Nee. Indisch? Auf keinen Fall. Hier, Schwäbisch? Dann Pizza. Ja, das habe ich mir gedacht. Sag mal, Tim. Wie findest du die Schuhe da? Ey, Papa, geht's noch? Es ist eine Top-Lage. Direkt bei der Brendlerstraße, Ecke Lukaplatz. Genau. 140 Quadratmeter, Fischgrätenparkett renoviert. Genau. Gerne nächste Woche. Ihr könnt euch sicher vorstellen, warum ihr alle hier seid. Und diesmal geht's nicht um euer Paarungsverhalten. Lina hat es tatsächlich geschafft. Hofmeister gibt grünes Licht. Dank Linas großartigem Einsatz und ihren hervorragenden Verwandlungskünsten darf sich unsere Agentur über eine Flut neuer Aufträge freuen. Auf Lina! Auf Lina! Auf Lina. Du hattest vollkommen recht. Schluss mit dieser Heimlichtuerei. Jeder soll sehen, wie glücklich ich mit dir bin. Aber du hättest mich vorher fragen sollen. Du hast mich total überrannt, so vor allen. Ich dachte, du freust dich. Ja, das tue ich ja auch. Ich muss los. Tschüss. Doch das Haus mit Garten? Ja. Ich kann dir einen guten Gärtner empfehlen. Können wir uns das Haus ansehen? Was ist los? Besorg mir einfach das Haus, dann können wir beide unsere Wege gehen. Was ist los? Lina ist gut jetzt. Hofmeister zahlt, wir können mit dem Theaterspielen aufhören. Und du musst nicht mehr so tun, als ob du mehr in mir siehst als nur einen Klienten. Das hat doch nichts mit dem Auftrag zu tun. Wurdest du eigentlich extra dafür bezahlt? Ich meine, wo ist bei dir die Grenze? Gehst du auch mit jemandem ins Bett, wenn es sich für eure Firma lohnt? Paris soll im Winter ganz besonders romantisch sein. Danke. Und wenn es uns draußen zu kalt wird, dann bleiben wir einfach im Hotel. Prost. Cheers.
Bettina. Ich liebe dich. Und ich will dich nicht nur in der Agentur um mich haben. Wie meinst du das? Keine halben Sachen. Warum ziehen wir nicht zusammen? Ja. Ja? Ja, warum eigentlich nicht? Gut. Na, du kommst gerade rechtzeitig. Ja, sag bitte nichts. Ich muss hier endlich Ordnung schaffen. Ja, ich weiß, wie sehr du an ihn hängst. Deshalb such dir die aus, welche du am liebsten magst. Den Rest lasse ich vom Sperrmüll abholen. Dein Professor hat recht. Die Dinger sind wirklich potthässlich. Ja, Mama. Die sind scheußlich. Ja, siehst du. Sieh mal an. Dir gefallen sie also auch nicht. Du hast dich die ganze Zeit nicht getraut, es zu sagen. Ja, ich wollte dir nicht wehtun wegen Papa. Dein Vater ist ein lieber Mensch, aber künstlerisch. Ich war schon lange vor der Trennung nicht mehr glücklich mit ihm. Ich wollte es mir nur nicht eingestehen. Es wird höchste Zeit, dass ich mich wieder in mein neues Leben stürze. Wie hättest du Lust, zur Eröffnung des neuen Labors morgen mitzukommen? Da tümmeln sich bestimmt ein paar alleinstehende Chefärzte rum. Daniel und ich müssen auch hin. Mit Daniel und dir ist aber alles gut, oder? Ja, wieso? Ja, du wirkst so abwesend in letzter Zeit. Irgendwas ist doch. Ja, das ist wegen dem Umzug. Das ist anstrengend gerade. Montag kommen die Möbelpacker. Aber Daniel ist total glücklich über die neue Wohnung. Und du? Bist du auch glücklich? Ja. Meine Süße, was ist denn los? Was ist denn? Nichts. Komm, lass uns reingehen, es ist kalt jetzt. So schön, dass Sie da sind. Herr Doktor, na, was sagen Sie? Ich bin nicht mit alles Ihr Geld. Ich freue mich. Bitte lächeln. Ja. Machen wir mal zusammen. Hallo, zu mir. Danke. Rein. So. Ja, für mich bitte noch rein. Ja, schön. Okay, vielen Dank. Danke. Übrigens, vielen Dank für Ihren Tipp mit dem Golfspielen. Meine Frau hat jetzt einen Privatlehrer und ich habe meine Ruhe. Ja. So, Lili, komm. Der sucht mal alles. Bist du denn für eine Hübsche? Sie heißt Lady. Mhm. Woher wissen Sie eigentlich, dass es ein Mädchen ist? Sieht man doch sofort. Arbeiten Sie hier? Nein, nein. Meine Tochter hat mich eingeladen.
Sie meinte, ich sollte mal wieder unter Leute gehen. Ah, hast du natürlich völlig recht. Sie ist noch viel zu jung, um sich zu Hause zu verstecken. Dann gehst du wieder fremd, ja? Mögen Sie eigentlich Skulpturen? Skulpturen? Ja. Wenn Sie einen Henkel haben. Wie Henkel? Dann zum Wegschmeißen. Herr Professor, geht es Ihnen gut? Haben Sie sich schon eingelebt in Freiburg? Ja, alles bestens. Das freut mich. Sitzt der Knoten richtig? Alles gut. Gut. Daniel? Ja, Herr Professor? Vielleicht wäre es besser, wenn Sie mit Lina zusammen darüber gehen. Sie wissen, wegen Hofmeister. Selbstverständlich. Lina und ich geben wieder das verliebte Paar und für den Hofmeister weiter richtig schön was vor. Ja. Das wird ein Spaß. Was? Schnurzel? Daniel, ich kann da nicht hingehen. Ich will mit dir reden, ja. Ja, Herr Professor. Ein großer Tag heute. Für uns alle. Wo haben Sie Ihre Lina gelassen? Bei Ihrem Schlutzel. Bei Ihrem... bei wem? Es geht los. Ja, Herr Hofmeister. Ihre ja. Lady. Ja, sie heißt Lady. Also Lina und ich. Sie kriegt gleich Nachwuchs. Wie bitte? Also, Lina kriegt Nachwuchs? Es ist voll... Lady? Moment. Das kann nicht sein. Herr Hofmeister. Was sagen Sie? Moment, Kinder. Herr Lady! Sie wussten nicht, dass Lady schwanger ist? Nein, sie hat zugenommen. Männer. Kennen Sie sich auch wirklich damit aus? Ich habe schon eine Menge Welpen geholt. Bin auf dem Land groß geworden. Und Sie vertreten sich mal lieber die Beine, ja? Werdende Väter verbreiten viel zu viel Hektik. Ja. Ja. Okay. Jetzt sag mir mal, was los ist. Ich kann nicht mit dir zusammenziehen. Und ich kann auch nicht mit dir leben. Das kann doch nicht sein. Du hast deine Wohnung gekündigt. Wir wollten nächste Woche zusammenziehen. Es ist einfach so viel passiert in den letzten Monaten. Ich weiß nicht, wie ich dir das jetzt erklären soll. Ich... Weißt du, ich habe immer versucht, dich glücklich zu machen. Und ich dachte, dann wäre ich's auch. Aber ich bin's nicht. Es tut mir leid. Meister? Lina, Lina, da sind Sie. Ja, sagen Sie, warum sind Sie nicht oben und feiern? Ich habe gerade noch mit Ihrem Schatz gesprochen. Ich muss mich bei Ihnen entschuldigen. Lina, eine Sensation. Hinter dieser Tür kriegt meine Lady gerade Junge. Sie wird Mutter natürlich mit Hebamme, klar. Was? Ich meine, ich habe nicht mal gemerkt, dass sie überhaupt schwanger ist. Oh Gott, das tut mir so leid. So leid? Ist doch Quatsch. Das ist doch wunderbar. Ich kann es mir bloß nicht erklären. Ich kann Ihnen das natürlich... Jetzt mal Hand aufs Herz. Moment, ganz was anderes. Markus und Sie. Ja. Haben Sie sich gestritten? Der war völlig durch den Wind. Nein. Lina, sagen Sie mir jetzt bloß nicht, dass Sie sich getrennt haben, bitte. Nein. Das ist ja wunderbar. Wir waren nie zusammen.
Wie? Meine Damen und Herren, wir möchten Sie noch um einen Moment Geduld bitten. Herr Hofmeister wird sicher gleich wiederkommen. Da ist er ja. So, jetzt habe ich die Freude, Ihnen den Namensgeber und Sponsor unseres neuen Forschungszentrums vorstellen zu können. Ich gebe das Wort an Rüdiger Hofmeister. Da sind Sie. Ja, Sie. Sie haben einen riesengroßen Fehler gemacht. Ja. Ja. Vielleicht haben Sie einen Professorentitel. Herr Hofmeister? Aber für mich sind Sie immer noch ein ganz armseliger Trottel. Nicht ganz dicht. Sie müssen mal aufwachen. Dass die Lina ist die wunderbarste Frau. Wie kann man so eine schöne, wunderbare Frau wie Lina einfach nicht so gehen zu lassen? Vielleicht sollte ich die Gelegenheit wahrnehmen, Ihnen bei dieser Gelegenheit auch den Leiter unseres Forschungszentrums vorzustellen. Armduscher oder Mann? Markus. Wollen Sie vielleicht ein paar Worte? Herr Gärtner. Und? Nee. Es sind drei. Zwei Mädchen und ein Junge. Herzlichen Glückwunsch. Drei? Will vielleicht sonst irgendjemand noch was sagen? Drei? Vielleicht sollte ich dann, wie kamen wir auf die Idee? Ich hab da noch was zu sagen. Ja. Moment. Ja, meine Damen und Herren, es ist was ganz Außergewöhnliches, es passiert nicht jeden Tag. Ich bin Vater geworden. Ich möchte einen Prost auf meine Lady sagen. Die werden mich jetzt für den Rest des Abends bitte entschuldigen. Feiern Sie weiter. Ich bin jetzt in meiner Pflicht. Herr Weichling. Sagen können, dass das. Was machst du denn hier? Die wollte ich dir eigentlich schon viel früher schenken. Du willst mir Schuhe schenken? Ja. Wenn man deiner Frau Schuhe schenkt, heißt das, sie läuft einem weg. Wusste ich nicht. Ich habe nur gehört, dass du hier raus musst und ich wollte dir anbieten, ob du nicht vorübergehend, also bis du was anderes gefunden hast, zu uns ziehen willst. Wie? Ja, was für ein Durcheinander. Ich meine, das hat Hofmeister auch gesagt. Ich meine, vielleicht klappt das auch gar nicht zwischen uns. Oder dir passiert was, oder? Das kann ja auch gut gehen. Was soll denn nicht klappen zwischen uns? Ja, ich habe einfach Angst davor, mit dir zusammen zu sein. Und gleichzeitig wünsche ich mir nichts Sehnlicher. Ist das eine Liebeserklärung? Reihenhaus
statt Luxusvilla. Ein Workaholic entdeckt, dass es mehr gibt im Leben als Geld und Karriere. Und er krempelt sein Leben um. Seine Familie ist davon nicht wirklich begeistert. Weniger ist mehr. Unser nächster Montagsfilm mit Benno Fürmann um 20.15 Uhr hier im SWR Fernsehen. Morgen, Lina. Morgen, Claudia. Ich hab fast schon, meinst du, du kannst mir ganz schnell... Was sind schon fertig? Super, danke. Vielen Dank, schön, bitte. Dass ihr auch. Tschüss. Tschüss. Professor Gärtner hat angerufen und du sollst bitte seinen Sohn vom Bahnhof abholen. Kommt um 10.21 Uhr aus Berlin. Okay, danke. Und der Chef will dich vorher noch mal sprechen. Frau Baumann? Guten Morgen, Herr Kessler. Spät dran heute Morgen. Ja, tut mir leid, mein Wecker hat nicht geklingelt. Das kommt mir bitte nicht wieder vor. Ich werde es ihm ausrichten. Frau Baumann. Wichtigsten Tage für die ja, Agentur tut mir und du leid. Kommst zu spät. Wenn wir die Aufträge nicht kriegen, dann... Mach dir keine Sorgen, das wird schon. Ich habe vorhin gerade mit diesem Professor Einstein telefoniert. Das ist ein harter Brocken. Ob der auch lächeln kann? Sag mal, sitzt die? Tja. Wenn ich dich nicht hätte. Denk einfach an nächstes Wochenende, ja? Nächstes Wochenende? Paris? Wir zwei? Romantisch? Ja, das machen wir. Aber zuerst brauchen wir die Aufträge. Bis gleich. Tschüss. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wie Sie sehen können, ist unser neues Labor noch nicht ganz fertig, aber der Mann, der es in Zukunft bevölkern wird, ist schon hier. Ich freue mich ganz besonders, auch in meiner Eigenschaft als Leiter der Kardiologie, Ihnen heute den designierten Direktor unseres Labors vorstellen zu können. Er ist nicht nur ein exzellenter Herzchirurg, sondern auch ein über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannter Wissenschaftler. Bitte begrüßen Sie mit mir Professor Dr. Markus Gärtner. Vielen Dank für den freundlichen Empfang. Ich freue mich, hier meine Forschung an den Stammzellen fortführen zu können.
Vielen Dank für Ihre netten Worte. Darf ich Ihnen meine Frau vorstellen? Herzlich willkommen. Mein Mann schwärmt so von Ihnen. Schön, dass wir Sie jetzt hier haben. Ja, danke. Ich hoffe, dass Ihre OPs alle glatt verlaufen. Nicht, dass es heißt, der Mörder ist immer der Gärtner. Haben Sie Herrn Kessler schon kennengelernt? Herr Kessler? Oh, Daniel Kessler, wir hatten telefoniert. Ja, haben wir? Ja. Weißt du, Schatz, alle unsere neuen Mitarbeiter werden jetzt von seiner Relocation-Agentur betreut. Und das werden mit der Öffnung des Labors sicherlich noch einige werden. Sind Sie denn mit unserem bisherigen Service zufrieden? Ja, ja, alles bestens. Ist denn mein Sohn schon da? Frau Baumann kümmert sich drum. Meine beste Mitarbeiterin. Sie wird sich persönlich darum kümmern, dass Sie in Freiburg so schnell wie möglich glücklich werden. Tja, da hat sie sicher was vorgenommen. Hallo Tim, ich bin Lina von der Relocation-Agentur. Was für ein Ding? Na, wir kümmern uns um Leute, die die Stadt wechseln, so wie du. Neue Wohnung suchen, neue Schule, Sportverein. Ich habe ein Auge drauf, dass du dich hier gut einlebst. Ist das alles an Gepäck? Mir reicht. Ja? Na gut. Herzlich willkommen in Freiburg. Und wie war deine Zugfahrt? Ist ganz schön lang, oder? Ich habe ja auch mal ein Jahr in Berlin gelebt. Reden Sie immer so viel? Bis bald. Mit der Ausstattung dieses Labors werden wir Medizingeschichte schreiben. Und mit Hilfe von Dr. Gärtner jede Menge Spitzenwissenschaftler nach Freiburg locken. Nachdem, was Dr. Weising erzählt hat, werden die Leute Schlange stehen, um mit ihnen zu arbeiten. Wie gefällt Ihnen denn Freiburg? Ja, danke. Ihr Sohn freut sich doch bestimmt auf das neue Zuhause. Ja, ja. Wissen Sie, wir ziehen nämlich auch gerade um. Oh, schön. Das alte Haus ist doch etwas klein geworden. Aber ich sag Ihnen, was man da alles... Ist nicht gerade ein Kommunikationswunder, hier, Herr Professor. Induktionsherd, Sauna, Infrarotkabine. Weiß er von dem Problem? Nein, er ist. Warum soll ich die Pferde unnötig scheu machen? Entspannen Sie sich, ich hab das alles im Griff. Fahrstuhl, der funktioniert. Ich muss in den vierten Stock. Arterielle Hypertonie. Hä? Sie haben 20 Kilo zu viel und Ihre Diabetes steht schon in den Startlöchern. Was? Ja, viel Obst und Gemüse und kein Fett. Finger weg von Nikotin und Alkohol. Und viel mehr Bewegung. Das Treppensteigen wird Ihnen gut tun. Schönen Tag noch. Und abends keine Kohlenhydrate. Vollidiot. Das ist doch... Ist ja eine Unverschämtheit. Nein, ich glaube, das war in der vierten Etage. Ich weiß nicht, ob das ganz oben ist. Ist alles okay mit Ihnen? Ja, 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 ja. Ich hole Ihnen mal ein Glas Wasser. Wartest du kurz, Tim? Da unten war so ein... Ist doch nicht nötig. Aber, na, wo sollst du denn hingehen, junger Mann? Zu meinem Vater. Ah ja? Was hat er denn? Er ist nicht krank. Er ist der neue Chef der Forschungsabteilung. Ah, Professor Gärtner, zu dem will ich auch. So, trinken Sie das erstmal. Das ist zu lieb. Becher Bier wäre mir jetzt lieber. Es tut mir leid, die Krankenhausbar war geschlossen. Ich habe gerade gehört, wir gehen zur selben Veranstaltung. Ja? Mhm. Ich finde es schön, wenn die Frauen sich für die Arbeit ihres Mannes interessieren. Ich bin nicht verheiratet. Ist heutzutage auch gar nicht wichtig. Hauptsache, hier stimmt's. Da haben Sie recht. Na, dann kommen Sie mal. Sie sind lieb. 20 Jahre war ich verheiratet. Hat alles nichts genützt. Sie sind geschieden? Ja. Sie lebt jetzt zusammen mit einem Golflehrer auf Mallorca. 10 Jahre jünger. Wer absolute Treue sucht, schafft sich einen Hund an. Da haben Sie recht. Sie gefallen mir. Mit dem Mann werden sich alle Finanzierungsprobleme gleich in Luft auflösen. Da können wir endlich Ihre Verträge auch in trockene Tücher bringen. Gut. Herr Hofmeister,
So schön, dass Sie es einrichten konnten. Mir eine Freude, Herr Beisling. Beisling. Ja. Darf ich Sie meiner Frau vorstellen? Endlich mal. Hofmeister, sehr angenehm. Frau Baumann? Herr Kessler? Und du bist Tim, richtig? Dein Papa ist gerade mal raus, der kommt sicher gleich wieder. Der ist bestimmt im Labor. Da vollzieht er sich immerhin, wenn die Leute ihn nerven. Komm, wir gehen mal suchen, ne? Tschüss. Tschüss. Ihr Laborchef ist ja wirklich ein Glückspilz. Solch eine tolle Frau. Seine Freundin, nicht? Muss übrigens der geniale Professor. Papa! Hey, mein Großer. Na, wie war die Fahrt? Hat alles gut geklappt? Hat dich die Umzugstante abgeholt? Ja. Professor Gärtner? Guten Tag, Lina Baumann, die Umzugstante. Ah, die Frau, die mich glücklich machen soll. Haben Sie die Exposés dabei? Nein, die habe ich jetzt im Auto gelassen. Ich dachte, wir lernen uns erst mal persönlich kennen. Das haben wir jetzt. Na? Darf ich da mal reinschauen? Das letzte Mal, dass ich an so einem Gerät saß, das war in der Schule. Da haben wir Schweinsaugen zerschnippelt. Den meisten ist schlecht geworden, aber ich fand das super spannend. Was ist das hier? Das sind Stammzellen. Aha. Ja. Dieses Labor ist das Herzstück unseres Forschungszentrums. Ah, und da haben wir auch Professor Gärtner, immer bei der Arbeit. Ich würde Sie gern vorstellen, das ist mein geschätzter Kollege Professor Gärtner und das ist Herr Rüdiger Hofmeister. Wir hatten schon das Vergnügen. Herr Hofmeister? Herr Gärtner, würden Sie gerne Herrn Hofmeisters Labor zeigen ein bisschen? Danke, das reicht. Dem Herrn Professor ist wohl wichtiger, dass ich erst mal abspecke, bevor er sich meiner Million annimmt. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Ja, Ihnen auch. Ich habe Ihnen nur die Wahrheit gesagt. Ja, aber hätten Sie das nicht ein bisschen anders verpacken können? Wer war denn das überhaupt? Ein potenzieller Finanzier für unser Projekt. Wie bitte? Es hat sich leider eine kleine Finanzierungslücke aufgetan. Was heißt kleine Lücke? Unser Hauptgeldgeber ist insolvent. Was? Sie haben ja gesagt, die Finanzierung steht. Es ist ja nur ein vorübergehender Engpass. Und Ihre Arbeit als Chirurg betrifft das ja nicht. Moment. Ohne das Forschungsprojekt hätte ich Ihr Angebot niemals angenommen. Das wissen Sie, weiß, oder? Ich weiß, ich wollte ja auch mit Ihnen darüber reden, aber das... Wann denn? Wenn der Gerätsvollzieher den Kuckuck auf meine Zellkulturen klebt? So, jetzt noch mal ganz offiziell. Herzlich willkommen in Freiburg. Hier sind Ihre Exposés. Wir können gleich morgen die ersten Wohnungen anschauen. Ich weiß gar nicht, ob ich die noch brauche. Es war gar nicht so einfach. Sie hatten ja sehr konkrete Vorstellungen. Aber ich glaube, ich habe ein paar wirklich schöne Objekte gefunden. Und den Tim habe ich im Gymnasium Großmoor angemeldet. Unterrichtsbeginn ist 8 Uhr, Raum 104 bei Herrn Bachmann. Ja, und wegen Ihrem Auto da... Schlechter Zeitpunkt. Dann schönen Abend noch. Bis morgen. Tschüss, Tim. Sei nicht so pessimistisch. Pessimistisch? Wieso bin ich pessimistisch? Es ist die komplette Katastrophe. Weißing hat mir die ganze Zeit versichert, dass alles finanziert ist. Und was macht dieser Gärtner? Vergraut an seinem ersten Tag den Geldgeber. Hofmeister hat gerade eben seine Zusage zurückgezogen. Aber jetzt wart mal ab. Wart mal, worauf soll ich denn warten? Ohne Geldgeber gibt es keine Aufträge für uns. Weil der Hofmeister ist ein guter Typ, mit dem kann man reden. Das war einfach nicht der richtige Rahmen für ihn heute. Okay, und was ist der richtige Rahmen? Der braucht was Persönlicheres. Der braucht sowas wie ein gemeinsames Wochenende in einem schönen Hotel. Gutes Essen, bisschen Wellness, Sauna. Sauna? Ja, da entstehen gute Gespräche von ganz alleine. So in ganz kleinem Rahmen, der Klinikchef, Hofmeister und Gärtner. Ja, das ist nicht schlecht. Das werde ich dem Klinikchef morgen gleich mal vorschlagen. Mhm. Schnutzel. Mhm. Kann ich heute hier schlafen? Oh nein. Nein, wieso nicht? Ich habe einen harten Tag gehabt. Außerdem so ein paar Streicheleinheiten wären ganz gut. Ja, du kannst hier schlafen, aber guck mal hier, ich habe das vergessen. Gratuliere. Und wer heiratet? Das ist mein Vater. Du wusstest nicht, dass dein Vater heiratet? Doch, ich schon, aber meine Mutter nicht.
Ich hatte meinem Vater versprochen, mit ihr zu reden, bevor er die Einladung rausschickt. Aber ich hab's nicht fertiggebracht, sie zu sagen. Die hängt doch noch so an ihm. Wenn die jetzt auch so eine Karte bekommen hat. Deine Mutter ist eine erwachsene Frau. Ich bin mir sicher, dass sie damit klarkommen wird. Was jetzt wirklich wichtig ist, ist, dass du mich glücklich machst. Und deinen Professor. Was heißt hier mein Professor? Jeder denkt, du bist Gärtners Frau. Allen voran dieser Hofmeister. Gott bewahre. Schnutzel. Ich habe nicht den ganzen Vormittag Zeit. Ja, ich einen ganz kleinen Moment mit dir, ja? Wusstest du das? Mama, wie kommt der dazu, diese... Sabine. Mir doch egal, wie die heißt, der kann sie doch nicht einfach heiraten. Wusstest du das? Sei ehrlich, du wusstest ja, das, oder? Ich habe jetzt aber keine Zeit. Ja, warum hast du mir das denn nicht gesagt? Dann hätte ich das vielleicht verhindern können. Mama, ich habe jetzt wirklich keine Zeit, ich habe einen ganz wichtigen Termin. Ist er das? Wer denn? Dein Daniel, nein. Für den du offiziell gar nicht existierst. Also ich verstehe einfach nicht, Mama, wie du dir das gefallen lassen. Ich komm gleich. Pass bloß auf, dass dir nicht dasselbe passiert wie mir. Ja, ich muss jetzt wirklich arbeiten gehen. Ich komme heute Nachmittag bei dir vorbei, ja? Versprochen. Versprochen. Tschüss. Guten Morgen. Ja. Normalerweise nehmen wir für solche Termine unseren Firmenwagen. Ich bin ein sehr schlechter Beifahrer. Hier Ihre Wohnungsvorschläge, die Hälfte habe ich aussortiert. Das Haus wollen Sie nicht? So weit draußen. Das ist doch wunderschön mit Garten. Sehe ich aus, als hätte ich Lust und Zeit, Rasen zu mähen oder Beete umzugraben? Aber Ihrem Sohn würde es sicher gefallen. Vorsicht! Am besten Sie halten sich an meine Vorgaben. Die waren noch präzise genug, oder? Entschuldigen Sie, ich kann nicht denken, wenn Sie so rasen. Ich habe keine Zeit zu verschenken. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man im Schnitt weniger Zeit braucht, wenn man Dinge langsam angeht. Man macht weniger Fehler, man ist entspannter und entscheidungsfreudiger. Woher haben Sie denn das? Aus dem chinesischen Glückskeks? Führerschein und Fahrzeugpapiere, bitte. Haben Sie nichts Besseres zu tun, als Menschen daran zu hindern, zügig voranzukommen? Das haben wir. Solange es aber immer wieder Unbelehrbare gibt, die sich einen Dreck drum scheren, dass die zugelassene Höchstgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften 50 km/h beträgt, werden wir hier stehen. Entschuldigen Sie bitte, mein Mann ist einfach sehr, sehr angespannt. Nein, ich bin ganz ruhig. Wir versuchen seit Jahren, schwanger zu werden. Haben Sie Kinder? Ja. Was für ein Glück. Bei uns will es einfach nicht klappen. Ich nehme jetzt seit Monaten... Schatz, das muss dir nicht peinlich sein. Ich nehme jetzt seit Monaten Hormone und ich komme gerade von meiner Ärztin und die meint, dass innerhalb der nächsten Stunde sollten wir... Sie wissen schon, ich habe meinen Mann schnell aus dem Büro gezerrt und jetzt sind wir einfach sehr nervös. Verstehen Sie jetzt? Bitte. Naja, also... Danke. Dann ein gutes Gelingen. Vielen Dank. Aber langsam. Vielen, vielen Dank. Soll ich jetzt auch noch Danke sagen? Zum Beispiel? Dankbarkeit ist die Mutter aller Tugenden. Eine andere Weisheit aus meinen Glückskeksen. Nee, also, das war gar nichts. Das Badezimmer ist viel zu klein, kein Fenster. Diese Riesenterrasse war doch herrlich. Nee, streichen Sie mal. Na großartig, Schlange stehen ist mein Lieblingshobby. Dann sagen Sie jetzt nichts und gucken zur Abwechslung einfach mal freundlich. Entschuldigung, Amt für Gesundheit und Hygiene, lassen Sie uns bitte durch. Darf man fragen, was Sie hier wollen? Ungeziefermeldung aus dem ersten Stock. Ratten. Dr. Gärtner ist unser Hygienemediziner. Ratten? Kann ich mal Ihren Ausweis sehen? Zeigen Sie Ihren Ausweis. Das ist wirklich kein Grund zu beunruhigen. Dr. Gärtner kennt sich sehr gut mit Ungeziefer aus. Schatz, wir gehen. Danke, dass Sie so schnell in ein neues Fachgebiet geschlüpft sind. Gern geschehen. Ist zeugungsunfähig, dann Kammerjäger. Bin ja mal gespannt, was als nächstes kommt. Das war doch nur ein Schrank. An dem die ganzen Erinnerungen dieser netten alten Dame hängen, ja. Ich habe nur angeboten, dass wir uns um die Entsorgung kümmern. Sperrmüll. Sie haben Sperrmüll gesagt. Ja, Sie können ihr, was für ein wunderschönes Stück, unmöglich ernst gemeint haben. Das nennt man Taktgefühl. Man nennt das Heuchelei. Gärtner? Wir sind für heute durch, das ging ja schnell.
Wie sind seine Werte? Gut, ich komme. Ich muss in die Klinik. Sie wollten doch Tim von der Schule abholen. Ja, ich weiß. Wie mache ich das jetzt? Ich kann das übernehmen. Sicher? Das gehört zum Service. Fahren Sie ruhig. Bitte schön. So ist es halt immer mit ihm. Stell dir mal vor, jemand, den du ganz doll lieb hast, der müsste operiert werden. Dann würdest du doch auch die allerbeste Hilfe für ihn wollen, oder? Dein Papa ist... Gib dir keine Mühe, das weiß ich ja alles. Hier ist das Hotel, wir müssen raus. Ja gut, Tim, du kommst jetzt alleine klar? Sicher. Wann kommt denn dein Vater so nach Hause? Das weiß man bei ihm nie genau, aber sicher spät. War das euer Haus hier? Ja. Ich dachte, dein Vater mag keinen Garten. Darum hat sich Mama gekümmert. Sieht nett aus, deine Mama. Wo ist die denn? Tot. Ja, eine Pizza Salami für Zimmer 154 und eine Flasche Cola, kalt bitte. Die Rechnung geht aufs Zimmer. Danke. Seit wann ist sie denn tot? Seit 5 Jahren. Alles okay? Ja. Geben Sie mir bitte Bescheid, wenn der Patient wieder bei Bewusstsein ist. Da werden Millionen für den Ausbau von so einem neuen Labor ausgegeben. Und jetzt fehlt das Geld für den Mitarbeiter. Ich bin genauso enttäuscht wie Sie. Das können Sie mir glauben. Deshalb brauchen wir dringend private Sponsoren. Das machen andere auch so. Dieser Hofmeister ist der Einzige in der Zahlenwelt. Nachdem Sie ihn so vor den Koffer geknallt haben, wollte er abspringen. Es hat mich größte Mühe gekostet, ihn davon zu überzeugen, uns überhaupt noch mal eine Chance zu geben. Das will er jetzt tun. Jetzt müssen Sie ihn nur noch von unserem Projekt überzeugen. Ich? Wie soll ich das denn machen? Wir fahren gemeinsam in ein schönes Hotel, verbringen ein entspanntes Wochenende miteinander und Sie erklären ihm die Wunderwelt der Forschung. Und nebenbei massiere ich ihm die Füße und verkaufe noch ein paar Heizdecken. Dieses Labor ist eine einzigartige Chance. Wollen Sie das jetzt einfach so aufgeben? Wir sind so dicht am Ziel. Der Mann will sich durch seine Spende unsterblich machen. Was ist denn so falsch daran? Ich kann das nicht. Sie sollen das ja auch nicht alleine machen. Wir stellen Ihnen jemanden zur Seite, der Ihnen hilft. Das ist nicht dein Ernst. Komm schon, Lina, was ist so schlimm daran? Das ist komplett Gaga. Hofmeister hat eine Narren an dir gefressen. Außerdem denkt er, dass ihr beide zusammen seid. Das ist ein blödes Missverständnis. Das ist ein Segen für uns. Dieser Gärtner ist eine Null in Sachen Sozialverhalten. Und wenn es jemand schafft, Hofmeister zu überzeugen, dann du. Das ist nicht mein Job. So, wenn ich als Gärtnersgattin reisen könnte, würde ich es tun, aber meine Röckchen sind leider in der Wäsche. Lina. Wenn wir die Aufträge nicht kriegen, dann muss ich Leute entlassen. Hast du keine Skrupel, dem Mann so ein Theater vorzuspielen? Doch. Aber ich stehe mit dem Rücken zur Wand. Wenn es eine andere Möglichkeit geben würde, hätte ich die ergriffen. Das darfst du mir glauben. Schnutzel. Es gibt keine andere Lösung. Außerdem ist es nur ein Wochenende. An dem wir eigentlich nach Paris wollten, ja. Paris holen wir nach. Ich weiß nicht, wie du es immer wieder schaffst, dass ich Sachen mache, die ich eigentlich nicht will. Weil du einfach die Beste... Daniel, lass das, hör auf. Ich meine das ernst. Ich fühle mich von dir immer nur hin und her geschoben. Ich muss los. Ich habe meiner Mutter versprochen, noch vorbeizukommen. Eigentlich wollte ich dich zum Essen einladen. Oh, du kannst gerne mitkommen. Dann lernst du sie endlich mal kennen. Ja, ich weiß, war ein harter Tag. Lina, meinst du,
Deine Mutter könnte Gärtners Jungen vielleicht übers Wochenende nehmen? Geh natürlich nicht zu dieser Veranstaltung. Ist ja lächerlich. Dazu bin ich zu beschäftigt. Wir fahren weg. Woanders hin. Ach ja? Schön. Und wer ist wir? Na, wir beide natürlich. Ja, du kommst doch mit, oder? Oder willst du etwa dabei sein, wie dein Vater dein Erbe zum Fenster rausschmeißt? Na, wir könnten doch wieder in diese kleine Pension im Schwarzwald. Ja, ich fände das auch schön. Ich muss mal gucken, ob ich Zeit habe überhaupt. Wir haben gerade so Probleme in der Firma, weißt du? Von mir aus könnten wir gleich am Wochenende los. Nein, dieses Wochenende geht gar nicht. Dann wollte ich sowieso mit dir reden. Wir haben einen kleinen Notfall. Notfall? Ja, ich habe einen Klienten, der bräuchte dringend eine Betreuung für seinen 11-jährigen Sohn. Und da hat dein Daniel an mich gedacht. Nein, das war meine Idee. Guck mal, die kennen noch niemanden hier in Freiburg. Und der Kleine bräuchte jemanden wie dich, der sich kümmert. Du machst das so toll. Ja. Etwas Leben im Haus wäre schon gut. Bin ja ganz alleine hier. Bis auf die Skulpturen von deinem Vater, ja? So schön sie auch sind, nicht wahr? Ja, die sind schön. Und? Ja. Gut. Danke, Mama. Es ist ein bisschen spät geworden. So, jetzt Pyjama an, Zähne putzen und dann ins Bett. Ja? Ich mag das Hotel nicht. Ja, wir finden bald eine Wohnung. Komm. Übrigens, am Wochenende muss ich noch mal wegfahren. Du kannst ja nicht mit. Und ich bleib wieder alleine hier, oder was? Muss arbeiten. Das wäre sowieso langweilig. Ich habe aber mit der Agenturtante gesprochen. Es gibt folgende Möglichkeit. Du kannst. Blödsinn, zu dem ich mich je habe überreden lassen. Ich wünsche Ihnen auch einen schönen guten Morgen, Herr Gärtner. Wie stellen Sie sich das eigentlich vor? Wollen Sie für den Rest Ihres Lebens meine Frau spielen? Natürlich nicht. Nur so lange, bis Sie Hofmeister von dem Projekt überzeugt haben. Dann trennen wir uns eben wieder, wie die meisten Paare. Wird sowieso keiner glauben, dass wir zusammenpassen. Was hat man Ihnen denn für den Auftritt geboten? Für unsere Agentur ist dieser Auftrag leider zur Überlebensfrage geworden. Och, eine tapfere Gendarme, geopfert auf dem Feld der Spendenbeschaffung. Hallo, Tim. Ihnen ist schon klar, dass ich das auch für Sie tue, ja? Es wäre sehr nett, wenn Sie Ihre Meinung über die kreativen Versuche meines Vaters für sich behalten könnten, ja? Hallo, Mama. Hallo. Hallo. Ich bin Ada. Und du bist Tim? Na, schön, dass du da bist. Ich hoffe, du magst Pfannkuchen. Gibt's auch Pizza? Timmy, lässt sich einrichten. Die Nachbarjungs fragen schon nach dir. Die haben einen Basketballkorb. Echt? Ja, da. Ja, willst du mal schauen? Also bis Sonntag, ja? Vielen herzlichen Dank für Ihre Hilfe. Ich weiß das sehr zu schätzen. Ada Baumann. Entschuldigt. Markus Gärtner. Und Sie sind also der berühmte Professor. Ja, Mama, wir müssen auch gleich weiter jetzt. Ja, wollt ihr nicht noch reinkommen? Ich freue mich über jeden Besuch. Wissen Sie, mein Mann, Linas Vater, hat mich letztes Jahr verlassen. Mama, wir müssen um 4 Uhr dann weiter sein. Wir sind hier schon spät dran. Ja, wir müssen. Schön, nicht wahr? Die hat mein Mann mir geschenkt.
Ja, ist ja wohl sonst nirgends los geworden. So, wir müssen jetzt, ja? Wie bitte? Naja, so was Grauenhaftes schenkt man doch nicht, wenn man sie liebt. Sonntag gegen Mittag holen wir den Kleinen wieder ab, ja? Tschüss, Mama. Gefallen Ihnen die Skulpturen etwa? Naja, die sind irgendwie, die sind halt in einer bestimmten Zeit entstanden. Antworten Sie doch einfach mal mit Ja oder Nein. Nein, sie gefallen mir auch nicht. Was Ihre Mutter aber noch nie gesagt hat. Was ist so schlimm dran, wenn ich Sie mit einer kleinen Notlüge ein bisschen glücklicher mache? Bei einer Einladung essen Sie Ihren Teller immer auf, auch wenn es Ihnen überhaupt nicht schmeckt. Und Sie schmeißen Ihr Essen in den Müll, versauen allen anderen den Abend und klopfen sich auf die Schulter für Ihre Ehrlichkeit. Na, da wissen wir doch beide wenigstens, wo wir stehen. Also, ich habe eine Allergie gegen Erdbeeren. Ich brauche morgens 3 Tassen Kaffee, um wach zu werden. Mein Lieblingsfilm ist Manche mögen es heiß. Wenn ich könnte, würde ich jeden Tag neue Schuhe kaufen. Ich liebe Hunde. Was soll das jetzt? Wenn Hofmeister uns das liebende Paar abnehmen soll, dann solltet ihr zumindest das Nötigste voneinander wissen. Ich habe keine Allergien, war seit Jahren nicht mehr im Kino, mach mir nichts aus Schuhen und Hunde. Kann ich auf den Tod nicht ausstehen. Na wunderbar, da muss ich mir nicht viel merken. Hat das was zu bedeuten? Was denn? Da leuchtet was. Hier ist kein Netz. Der Kühler ist leck. Wir kommen viel zu spät. Was? Nichts anfassen. Wieso? Was? Ja, puff. Ja, und jetzt? Würden Sie mir freundlicherweise verraten, was Sie vorhaben? Oh. Hallo. Für einen Spaziergang ist jetzt sicher nicht der richtige Moment. Wollen Sie zum Hotel wandern, oder was? Das tut mir leid, dafür habe ich nicht die richtigen Schuhe an. Das haben Frauen doch nie. Motorhaube? Wenn ich das Eiweiß in den Kühler schütte, stockt es und das Leck ist verschlossen. Wie Flüssigklebstoff. Auf welcher Elite-Uni lernt man denn sowas? Bei meiner Lieblingsserie, der Begeiber. Fernsehen? Auch ich habe eine dunkle Seite. Das Ei blieb da. Das Ei bleibt hier. Ja, das brauche ich aber dringend. Entschuldigen Sie, wir brauchen ganz dringend ein Ei für einen Mürbeteigkuchen, den wir meiner kranken Mutter zum Geburtstag mitbringen wollten. Jetzt hatte der Laden im Ort zu. Der Kühler ist leck. Ah, ich verstand. Und jetzt will sie mit dem Ei den Kühler abdichten. Genau. Klasse Idee. Sieh, das habe ich mal bei MacGyver gesehen. Ja, Schatz, dann nimm die Kacheln in Tundra. Oder nein, ich meine natürlich die Fliesen. Bitte, ich interessiere mich wirklich für unser neues Bad. Aber, Schatz, ich muss auflegen. Ich rufe dich gleich noch mal an. Guten Tag. Herr Baumann, Herr Gärtner. Ah, hallo. Ja, seit einer halben Stunde warten wir immer. Sie können doch Herrn Hofmeister in dieser Situation nicht wach. Hallo, Nina. Hallo, Herr Hofmeister. Schön, Sie wiederzusehen. Ja, schön. Professor Weißling hat mir versprochen, dass Sie heute Abend da sind. Ja. Ich habe alles stehen und liegen lassen. Die Freude ist ganz auf meiner Seite. Professor Gärtner, also meinen Lebensgefährten, haben Sie ja schon kennengelernt. Ja, wegen diesem Mann hätte ich fast einen Herzinfarkt bekommen. Den bekommen Sie schon von ganz alleine. Erst mal etwas direkt, nehmen Sie es bitte nicht persönlich. Daran bitte schön nicht persönlich. Ach, wen haben Sie denn da? Du bist ja ein Süßer. Hm? Ja, hallo. Ist eine Sie und heißt Lady. Oh, hallo Lady. Baumann und Gärtner, für uns wurde reserviert. Nummer 42, ein wunderschönes Doppelzimmer mit Blick auf den Park.
Haben Sie keine Einzelzimmer gebucht? Er schnarcht so furchtbar. Schauen Sie doch noch mal nach. Es tut mir leid, wir sind ausgebucht. Ach, ja. Ja, ist auch nicht so schlimm. Ich habe hier meine Ohrstöpsel. Stimmt's, Schnutzel? Ich denke, es wäre jetzt angebracht, dass wir uns duzen. Sie glauben doch nicht ernsthaft, dass wir mit dieser Lachnummer durchkommen. Ich bin Lina. Kommen Sie überhaupt auf Schnutzel? Kein Mensch sagt Schnutzel. Also, kennengelernt haben wir uns bei... Bei Freunden. Aber da fand ich dich ziemlich arrogant. Ich fand dich nett, aber langweilig. Verstehe. Jedenfalls sind wir dann trotzdem irgendwie zusammengekommen. Und bei Erdbeeren sind schwülste Anwendung verlangt. Was? Bei Erdbeeren. Bitte entschuldigen Sie nochmals die Verspätung. Es tut mir wahnsinnig leid. Aber der Kühler war kaputt. Der Kühler war kaputt? Ja. Ach, so nennt man das heutzutage. Ja, wir sind... wirklich liegen geblieben. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich kenne mich damit aus. Darf ich Sie fragen, wie lange Sie schon zusammen sind? 7 Jahre. Ja, was nun? Wir haben uns vor 11 Jahren kennengelernt. Bei Freunden. Ja, aber da fand ich Markus ziemlich arrogant. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber er hat sich dann noch ein paar Jahre bemüht, bis ich dann... irgendwann nachgegeben hat. Stimmt's, Schnitzel? Aber Ihr Sohn ist doch schon... wie alt? Ja, unser Sohn, der... Tim ist 11. Ah. Also das, ja, das war also ganz am Anfang, vor 11 Jahren, da... hatten wir einen One-Night-Stand und... daraus ist Tim entstanden. Und Sie haben ihn dann 4 Jahre lang kochen lassen, ja? Ja. Sagen Sie noch mal ganz ehrlich, ist doch schön, wenn man einen hat, der einem richtig Paroli bieten kann, oder? Ihre Frau ist ein Goldschatz, für immer. Ja, Schatz, wir haben doch gerade... Ja, würden Sie mich einen Moment entschuldigen? Eine versenkbare Badewanne, ist das jetzt nicht ein bisschen... Ich finde das jetzt schon ein bisschen... Oh, guck mal, Schnitz, ich glaube, der Kleine mag dich, hm? So ein falscher Kerl können Sie gar nicht sein, Herr Professor. Den hat mir meine Frau hinterlassen. Passt wohl nicht so ganz auf den Golfplatz, nicht? Ich wollte sie dann ins Heim bringen, aber das habe ich nicht übers Herz gebracht. Wir haben uns dann kennengelernt. Ich muss sagen, Hunde haben Seele. Für mich nur Wasser, bitte. Wasser? Da haben Sie ja eine Spaßbrause ans Bein gebunden. Aber dafür kann er ganz toll Kühler reparieren. Ah ja. Mhm. Wie ich schon gesagt habe, es gibt die Aortenklappe, die Mitralklappe, die Pulmonalklappe und die Tricuspidalklappe. Bei der Mitralklappeninsuffizienz ist die Herzklappe zwischen dem linken Vorhof und der linken Herzkammer, also hier, undicht. Die herkömmlichen Herzklappen sind Kunststoffprothesen aus Pryolitkarbon. Weiterhin gibt es sogenannte Bioprothesen, die... Er ist eingeschlafen. Nein, nein, nein. Herr Hofmeister? Den interessiert doch nicht die Bohne, was ich hier erzähle. Dann können wir den ganzen Zirkus doch auch sein lassen. Ich höre mir den ganzen Abend seine blöden Sprüche an und der Ignorant schlägt einfach rein. Wissen Sie was? Gute Nacht. Nimm mich doch hier nicht zum Affen. Ich bin doch kein Vertreter. Ja, ja. Nein, 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 nein. Wollen Sie noch was trinken? Nein. Wo ist der Herr Professor? Der aufs Zimmer gegangen. Aber er muss noch ein bisschen arbeiten. Mhm. Der Mann ist verspannt. Der braucht ein paar Massagen. Auf Dauer kann er so seine Leistung nicht bringen. Hey, ist Zeit zum Schlafen. Komm, meine Kleine. Ja, Bubu machen. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Gute Nacht, Herr Hofmeister. Gute Nacht, schlafen Sie. Gute Nacht. Auch an die Daisy. Lady, Herr Weißelmann. Weißing. Markus, so kommen wir hier nicht weiter. Die ganze Aktion habe ich doch gleich Was gesagt. Was ist das? Der hört doch überhaupt nicht zu. Ja, weil du ihm nur abstrakte Fakten um die Ohren haust, das versteht kein Mensch. Ich bin Wissenschaftler und Arzt, da sind die Dinge eben etwas komplexer. Darum geht's doch überhaupt nicht. Mann, wenn jemand so viel Geld spendet, dann will er dafür geliebt werden. Ja, genau. Und deswegen wird er mir sein Geld bestimmt nicht geben. Finito, Feierabend.
Super. Du haust ab, bevor du überhaupt richtig angefangen hast, ja? Ich haue ab, weil ich nicht den Job machen kann, für den ich angestellt wurde. Ja, abhauen ist ja eh dein Ding. Wie bitte? Ihr seid viermal umgezogen in den letzten 2 Jahren. Erzähl mir nicht, dass das immer nur was mit deinem Job zu tun hatte. Das geht dich überhaupt nichts an. Das ist mein Privatleben. Oh, entschuldige. Aber genau jetzt hätte ich auch gern mein Privatleben. Bitte. Stattdessen strampel ich mich hier für was ab, für du eigentlich kämpfen solltest. Ja?